Hallo und herzlich willkommen zurück bei Broken Sword. Ja, in der letzten Folge waren wir ja in dieses Dorf hier gekommen und versuchen reinzukommen, indem wir Geschenke machen, aber irgendwie will das nicht so ganz klappen. Ja, hier haben wir das. Ich wollte eigentlich mal in den Tipps gucken. Wo waren die denn? Ach, hier. Vielleicht kannst du ihm ein getarntes Geschenk zukommen lassen. Lege ein etwas anspruchsvolleres Geschenk in die Schachtel mit Hundekuchen. Lege den Maya-Stein in die Schachtel mit dem Hundekuchen und gib sie dem Wachmann. Rede mit dem Schaman, vielleicht kann er dir die Bedeutung des Steins erklären. Okay. Nee, da sollst du gar nicht hin. Ich wollte... Da können sie nicht reingehen. Das weiß ich doch. Jetzt fängt das wieder an. So, den Maya-Stein, ist das der? Das ist der schwarze Obsidianbrocken, den Nico geschickt bekommen hat. Auf einer Seite ist ein groteskes Bild, die andere... Ja, war das der? Ja, ne? Hallo, ich will das kombinieren, bitte. Das mit... Das ist der Kojotenstein. Egal, machen wir. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. Okay. Und dann können wir die dem Wachmann geben, oder? Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Aber hatte ich das nicht schon ausprobiert? Ich bin mir gar nicht sicher. Der Schamane will mit Ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also, war nett mit euch zu plaudern, Jungs. Ja, dann mal... Ab zum Schamanen. Boah, das wäre aber auch nichts für mich, hier in so einem Dorf zu leben. Fernab von allem. Da steht eine Frau hinterm Baum, die ich nicht sehe. Diese Frau ist bestimmt nicht der Grund, warum ich hergekommen bin. Ja gut, ich kann sie auch leider gar nicht sehen, jetzt vielleicht. Okay, alles klar. Mir fällt kein vernünftiger Grund ein, den Dorfbewohnern ihre Steinsammlung zu klauen. Ach, das sind Steine, das sah irgendwie aus wie Fisch. Ein Korb voller Steine. Okay. Hier ist der Schamane, hier haben wir Feuer, da hinten rennen irgendwelche Nackedeier rum. Dieser Mann ist nicht derjenige, nach dem ich suche. Okay, hier haben wir Feuer. Das Feuer ist zu heiß, um nahe ranzugehen, selbst wenn ich wollte. Der Mittelpunkt des Dorfes, das gemeinsame Kochfeuer. Na gut, dann reden wir mal mit dem Hi, Schamanen. Ich heiße George Stobbart. Bitte setzen Sie sich. Willkommen, George. Danke. Es ist seit langem geweissagt worden, dass ein weißer Mann den Kojotenstein in dieses Dorf bringen würde. Okay. Und es ist anscheinend sehr dunkel geworden. Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Und Sie wollen, dass ich sie heile? So war's geplant. Können Sie ihr helfen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Okay. Hören Sie, meine Freundin liegt im Koma. Bitte, alter Mann, geben Sie mir die Wurzel. Welche Wurzel? Warum besucht Pater Hubert so ungern das Dorf? Ich weiß auch nicht. Er kam früher viel hierher. Aber dann hat das einfach aufgehört. Man sollte doch annehmen, er würde gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Oh, Kinder. Sagten Sie gerade, dass Pater Hubert Kinder hat? 3 Mädchen und 5 Jungen nach meiner Rechnung. Alle in derselben Woche gezeugt, beim Fest des Affentanzes. Da war aber jemand fleißig, meine Herren. Und es sind ja auch nur die, aus denen dann noch Kinder wurden, ne? Pater Hubert hat mir von einer Wurzel erzählt, die den Biss der Flussschlange heilen kann. Ist diesen Leuten denn nichts heilig? Das war unser Geheimnis, das nur den Leuten meines Stammes bekannt war. Wenn diese Wurzel Nikos Rettung bedeutet, dann will ich sie. Schnell! Es ist noch Zeit, George Stobbart. Zeit, um zu erfahren, warum sie hierher gerufen wurden. Na schön. Wenn ich mir ihre Geschichte anhöre, bekomme ich dann die Wurzel? Der Aal reist weit, doch er kehrt immer zur Stätte seiner Geburt zurück. Ach ja, ich vergaß. Mein Zeitplan ist ziemlich knapp, also überspringen Sie bitte den Rätselteil, ja? Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind, Tezcatlipoca, nahm seinen Platz als Anführer ein
und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des fünften Zeitalters bringen sollte. Und so stellten die Priester drei Obsidiansteine her, die die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln. Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Na gut, dann ist doch alles okay, oder? Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des fünften Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzags Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Ist doch dann immer noch alles gut, oder? Ich glaube, ja, ich weiß, wobei, man weiß ja nicht in dem Spiel, was so alles noch passiert, ne? Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien. Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den sie jetzt besitzen. Wahnsinn, ne? Wie alt solche Geschichten sind, ob es die anderen Steine wohl wirklich gibt. Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Okay, heißt es, wir reisen auch noch nach England, um den zu holen? Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Dann besuchen wir vielleicht auch eine Insel in der Karibik. Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Alles klar. Das ist also unsere Aufgabe. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätseln. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne, aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Heute ist die Nacht des Affentanzes. Uiuiuiui. Etwas später.
Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien. Also, ehrlich, Manne, erstens jetzt, seine Nico liegt im Sterben und er meint, hier erst auftauchen zu müssen, wenn es schon mitten am Tag ist. Guck mal, wie hell das schon ist. Also der hätte doch locker schon losgehen können, wenn gerade die Sonne aufgeht. Dann wäre der auch früher da gewesen. Und zweitens, na hoffentlich hat er nicht auch jetzt 8 Kinder da in dem Stamm. Okay, haben wir einen neuen Eintrag? Nein, haben wir nicht. Na gut. Dann sollten wir dort ja jetzt hochkommen. Da spielt er wirklich Orgel. Oh nein, Nico, die Arme. Ich habe keine Lust, Orgel zu spielen. Das erinnert mich an eine so eine Folge damals. Jeder kennt ja wahrscheinlich Mickey Mouse und Donald Duck und so. Und es gab dann so eine etwas neuere Version, die hieß dann Mickeys Clubhouse oder so, wo dann so etwas neuere Cartoons gezeigt wurden. Und in einer ging es darum, dass Goofy, Mickey und Donald so ein Orgelgeschäft hatten. Und dann haben die einen so einen Anruf, eine Bestellung bekommen und das war so ein Verrückter. Und der hat dann gefragt oder gesagt, ich würde gerne was kaufen, ein Organ, gell? Und dann haben die halt immer so gedacht, er meint eine Orgel, aber er meinte Organ, gell? Also gell sagt man ja in manchen Teilen Deutschlands zu, ja, so. Und, oder richtig. Und ich fand das als Kind so wahnsinnig lustig. Und dann sind die da mit der Orgel auf dieses, in dieses alte Schloss gefahren oder was das war, was so mitten auf so einem Berg stand und schon Blitze darüber. Und jedes Mal, wenn ich jetzt eine Orgel sehe, muss ich daran denken. Ich kann mit Huberts Kerzen nichts anfangen. Ich halte es für besser, den Altar nicht zu entweihen, während Hubert sich um Nico kümmert. Na gut, dann reden wir mal mit Hubert. Ich habe die Wurzel, Hubert. Worauf warten Sie denn dann noch? Geben Sie sie dem Mädchen. Na klar. Aber wie denn? Der Schamane meint, Sie sollten mal Ihre Kinder besuchen. Er hat es Ihnen also erzählt. Hören Sie, Hubert, eine etwas größere Familie zu haben, das ist doch keine Schande. Aber an Ihrer Stelle würde ich mich mehr dafür schämen, dass Sie nicht für Ihre Familie da sind. Es war dieser verdammte Affentanz, der mich auf Abwege geführt hat. Ja, ein solcher Anblick muss schwer zu vergessen sein. Na gut, dann gehen wir mal zu Nico. Nico, ich habe dir diese Wurzel mitgebracht. Sie ist auf gar keinen Fall in der Lage, die Wurzel zu kauen. Ich muss ihr das Gegenmittel in einer leichter verdaubaren Form verabreichen. Also müssen wir es klein machen. Das heißt, wir gehen runter und pressen sie. Versuche ich auf jeden Fall. Ah, nee, halt, stopp, da ist noch ein Krug. Bleib mal hier. Nimm mal den Krug erstmal. Ich kann einen Priester nicht bestehlen. Ein Wasserkrug. Na gut, okay. Ach so, dann können wir da vielleicht aber Wasser gleich nehmen. Gut, dann haben wir hier noch den Zylinder, ne? Können wir den da drunter stellen? Der Metallkegel ist ein ausgezeichneter Behälter. Und dann die Wurzel da drauflegen. Ja, yep, perfekt. Dann nehmen wir das Kreuz, das große. Und Kreuz und Presse. Upp. Die Flüssigkeit, die aus der Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. Sehr gut. Dann können wir das hier verabreichen. Und wer macht die Schweinerei sauber? So, du hast immer noch den Krug. Sehen Sie doch, Hubert, das Gegenmittel. Nun, worauf warten Sie denn dann? Geben Sie es dem Mädchen, schnell. Ja, mache ich ja. Ist aber hübsch hier eigentlich, ne, das Baumhaus. Voll riesig. Nico. Hier, trink das. Oh,
Idiot. Das schmeckt ja scheußlich. Schluck's einfach runter. Versuch jetzt ein bisschen zu schlafen, Schatz. Du wirst deine ganze Kraft noch brauchen, wenn wir die beiden anderen Steine suchen. Schatz. Die anderen Steine? Er denkt schon was an die Steine. Was für andere Steine? Wo hast du mich denn jetzt schon wieder reingeritten, George Stobbett? Die Patientin klingt schon immer gesünder, wie früher. Nach einem Flug über das Karibische Meer. Nico hat sich schnell von ihrem Fieber erholt. Um Zeit zu sparen, haben wir beschlossen, uns zu teilen und jeden Stein einzeln zu suchen. Na wunderbar. Ich bin der Spur des Piraten Ketch zu einer entlegenen Karibikinsel gefolgt. Mit dem Vermögen, das er in seinen Piratentagen angehäuft hatte, zog er sich zu einem Ort zurück, den man später Ketch's Landing taufte. Ja, na dann. Aufteilen ist auf jeden Fall immer eine richtig gute Idee. Und was mir jetzt gerade so ein bisschen auffällt, was ich ein bisschen schade finde, wir waren gerade halt noch mitten da in dem Urwald und ich habe so gedacht, puh, unser Spielstand ist schon bei 51% und wir müssen jetzt noch auf diese karibische Insel, plus wir müssen nach England, plus da müssen wir wieder hierhin das mit der Pyramide machen. Und dann habe ich mir so gedacht, boah, das ist doch eigentlich voll viel noch für 50%. So, versteht ihr, was ich meine? Dass man das alles halt irgendwie noch so viel unterbringt. Und dann geht das alles so zack, zack. Wir sind jetzt schon auf der karibischen Insel und das finde ich so ein bisschen schade. Ich finde, das hatte man im ersten Teil nicht so krass. Also, weiß ich nicht. Da war das im ersten Teil irgendwie ein bisschen liebevoller, die Geschichte. So, aber haben wir hier einen neuen Eintrag? Okay, hier. Nico hat zum Glück überlebt. Dank eines Priesters namens Pater Hubert, der sie am Flussufer fand. Der Typ war geradezu besessen von seiner Orgelmusik. Ich habe mir fast den Mund fusselig geredet, bis er mich zu einem Dorf brachte, in dem ich hoffte, eine Wurzel zu finden, die Nikos Leben retten würde. Ich musste die örtlichen Wachen überreden, mich zu ihrem Schamanen zu bringen. Anfangs waren sie zwar etwas zugeknöpft, aber dank meines Charmes und einer kleinen List haben sie mich dann doch zu ihm gelassen. Laut einer Legende der Maya wurde der mächtige Gott Quetzalcoatl vom bösen Gott Tezcatlipoca besiegt, der wiederum Menschenopfer forderte. Der Kojotenstein, den wir gefunden haben, war einer der drei Steine, die Tezcatlipoca bis in alle Ewigkeit gefangen setzen sollten. Zusammen mit einem Adlerstein und einem Jaguarstein. Dummerweise haben die spanischen Invasoren dazwischen gefunkt, bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten. Während der Adlerstein einem Piraten namens Ketch in die Hände fiel und der Jaguarstein vom englischen Schiffskapitän El Draco erbeutet wurde, gelangte der Kojotenstein sicher nach Spanien. Der Schamane gab mir die Wurzel für Nikos Heilung und nachdem die Gute wieder zu Kräften gekommen war, beschlossen wir, uns zu trennen. Eine der Spuren des Schamanen führte auf die Karibikinsel Ketch's Landing. Während ich mich also dort auf die Suche nach dem Adlerstein machte, flog Nico nach London, um den Jaguarstein zu finden. Na gut, da wären wir also. Ich bin mal gespannt, ob es in irgendeinem Teil von Broken Sword auch nochmal nach Deutschland geht. Das fände ich irgendwie auch cool. Und hoffentlich dann in eine Stadt, die ich gesehen habe. So, Mann, Pläne und ein Theodolit. Und hier geht's weiter. Gucken wir uns auch erstmal ganz dreist die Pläne an. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Hey, Rosta! Komisch, wo immer ich hingehe, überall höre ich diese Worte. Paris, Syrien, Irland oder Spanien, das ist wohl international. Was ziehen Sie denn hier für eine Show ab? Ich habe nur versucht, etwas Interesse an Ihrem Projekt zu zeigen. Sieht aus wie Baupläne. Ich muss einfach einen Blick auf diese Baupläne werfen. Können wir nochmal drauf gucken? Ja, ist ja gut, er sagt, wir sollen uns verziehen. Hey, Rosta! Ist schon gut. Okay. Können wir da mit dem überaus freundlichen Typen reden? Hallo, ist das hier Ketch's Landing? Ja, stimmt genau. Ich bin George Stobbett. Sie sind Landvermesser. Habe ich recht, Mr. Bronson. Und natürlich bin ich Vermesser. Warum zum Teufel hätte ich sonst wohl einen Theodoliten? Keine Ahnung. Vielleicht Ihr Hobby? Ja, sicher doch. Was wollen Sie überhaupt hier? Ich suche nach einem antiken Maya-Kunstwerk. Was soll das sein? Schmuck oder so? Nein, ein Stück Obsidian. Ein schwarzer Stein mit angeblich mystischen Kräften. Sie sind ja bescheuert. Na gut, dann sind wir das eben.
Der sieht so ähnlich aus wie der Stein, den ich suche. Warum glauben Sie, dass Sie ihn gerade hier finden? Als die Steine im 17. Jahrhundert gestohlen wurden, da... Moment mal. Die Steine sind seit 300 Jahren verschwunden? Ungefähr. Und Sie hoffen, sie wiederzufinden? Sie sind ja verrückt. Und warum gerade hier? Ein weiser alter Indio-Schamane hat mir erzählt, er habe die Steine in einer Vision gesehen, wo... Das hat was. Was Bescheuertes. Hauen Sie ab, ich hab zu arbeiten. Na gut, wirklich glaubwürdig klingt das halt nicht, ne? Schauen Sie sich das an. Ein Artikel über eine totale Sonnenfinsternis. Ach, wirklich? Hören Sie, ich will ja nicht unhöflich sein, aber das ist eben so meine Natur. Ist mir scheißegal, ehrlich. Bis später mal, Bronson. Okay, dann gucken wir uns nochmal den Theodolit an. Ach, hier geht's auch noch weiter, wie schön. Oh, da wäre ich jetzt gern. Aha. Cool. Ich habe nichts erkannt. Aber okay, gucken wir uns das Netz mal an. Ich will kein Fischernetz. Ein Netz, das zum Trocknen in der Sonne hängt. Sonst ist hier hinten nichts, ne? Oh, ich will wieder in den Urlaub. Ich weiß, ich bin gerade erst aus dem Urlaub gekommen. Aber ich habe schon wieder Fernweh.